Hallo, mein Name ist Martin Schepermeier. Ich bin Gas- und Wasserinstallateur und bei Caldaway für die technischen Trainings zuständig. Heute wollen wir über das Thema Abdichtung reden. Abdichtung ist ein sehr wichtiges Thema im Hochbau und im Bad, wenn nicht das wichtigste Thema schlechthin. Wir haben heute ein ganz anderes Duschverhalten als früher. Ich höre oft die Frage, warum ist es heute so wichtig und früher haben wir es auch nicht beachtet. Ganz einfach, wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass 800 bis 1100 Liter Wasser jährlich auf einen Quadratmeter Dach regnen und sich da mal anschaut, dass bei einem Zwei-Personen-Haushalt 30.000 bis 32.000 Liter Wasser bei täglicher Nutzung der Dusche auf einen Quadratmeter Dusche regnen, dann merkt man, das ist schon ein wichtiges Thema heute an der Stelle. Dazu gibt es die DIN 18534, Abdichtung im Hochbau, die verschiedenen Abdichtungskomponenten, die Hand in Hand mit dem Gewerk des Fliesenlegers und des Bodenlegers dann eben geben. Und wir haben dazu die verschiedensten Abdichtungskomponenten entwickeln. Diese zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie extrem reißfest sind, durchstoßfest durch die Zahnkellen und durch die Spachteln und vor allen Dingen sehr, sehr dünn, flexibel und verarbeitungsfähig. Die Fliesenleger lieben unsere Materialien. Verschiedenste Komponenten haben wir heute. Sie kennen das vielleicht von früher. Wir haben die Dichtbänder um die Ecken gebogen. Dann gab es so fürchterliche Laschen, die der Fliesenleger nicht geliebt hat. Oder wir haben es stramm um die Ecke gezogen. Dann kam der Fliesenleger oder das Nachfolgegewerk her, hat die Ecke durchgekattet. Dann war die Abdichtung natürlich wieder hin und hat uns allen nicht gedient. Dafür gibt es heute die entsprechenden Vorabteile mit Kautschuk-Ecken hier an der Stelle. Und die kann man schön in die Ecke anbringen und natürlich auch unsere Multifunktionsecken. Warum heißen die Multifunktionsecken? Das gucken wir uns einfach mal an. Ich kann diese Multifunktionsecke, wie der Name schon sagt, auf der Ecke verwenden. Ich ziehe den Adhäsionsstreifen hier ab und je nach Bodenaufbau, den ich natürlich mit meinem Fliesenleger vorher abstimmen muss, fixiere ich diese Ecke hier vorne in der entsprechenden Höhe. Ich kann die in den ersten paar Sekunden noch mal wieder abziehen und noch mal neu justieren, wenn ich mich verklebt habe. Aber danach ist dann meistens Schluss mit dem noch mal neu justieren. Ich nehme dann immer ein entsprechendes Tuch, reibe das noch mal hier an. Der Vorteil ist, wenn ich eine Andruckwalze nehme oder eine Malerrolle, drücke ich nur und mit einem Tuch erzeuge ich nochmal entsprechend Wärme dazu. Das heißt, der Kleber fixiert sich. Ein Kleber braucht immer Zeit und Wärme zum Abbinden. Und dann wird er schon entsprechend warm an der Stelle. Ich kann dann mit einem entsprechenden Abdichtband von uns weiterverfahren. Wir müssen immer beachten, dass wir gemäß DIN 50 mm überlappen an der Stelle. Nun, was machen wir hier? Hier haben wir eine entsprechend vorspringende Wand, Sanitärbaustein, WC, Waschtisch schließt sich an. Da musste man früher tricksen und alle möglichen Bänder übereinander kleben. Zumal die Bänder waren auch früher manchmal 2-2,5 mm dick. Das zeichnet sich eben durch eine enorme Elastizität und ganz, ganz dünnes Material aus. Auch da kann ich jetzt die Multifunktionsecke nehmen. Die klappe ich einfach auf zu so einem Schmetterling und nehme einfach diese Höhe dann an und klebe die Multifunktionsecke hier gerade vor die Dusche. Wichtig, auch wieder 50 mm überlappen. Voraussetzung ist natürlich immer an der Stelle, dass das Material gereinigt ist, eine angenehme Temperatur eben hat, also nicht eiskalt jetzt aus dem Bulli holen und dann hier hinlegen und trocken und fettfrei ist. Ich nehme dazu gerne einen Bremsenreiniger oder einen Aceton. Was man nicht nehmen sollte, ist Brennspiritus, weil Brennspiritus ist rückfettend und dann ist das mit dem Kleben immer so eine Sache. Aber man sieht jetzt auch, wenn ich es mit dem Tuch hier nochmal festreibe, hier die Ecke, es ist fest. Es löst sich nicht wieder ab. Zumal die Zugrichtung, die Belastungsrichtung ist ja hier diese Richtung und nicht die nach vorne. Warum habe ich die Ecke jetzt so angeklebt? Ganz einfach, hier haben wir es mit einer vorspringenden Wand dann entsprechend zu tun. Und hier könnte ich die Ecke jetzt so aufklappen und kann die Ecke um die Wand weiter vorführen. Entsprechend kann ich hier mit dieser Ecke verfahren, die ich entweder Boden eben auslaufen kann, lassen kann oder entsprechend hier so hochklappen kann an der Stelle.
Ergänzt wird unser Programm dort durch das neue Schnitzschutzband. Sieht so ein bisschen aus wie ein Rollladengurt hier an der Stelle. Aber ich verspreche Ihnen, er hat eine wesentlich höhere Stabilität als ein Rollladengurt. Ich demonstriere Ihnen das hier mal kurz, ohne mir hoffentlich in die Finger zu schneiden. Wenn man hier mit dem Cutter drüber geht, ich kriege es mit dem Cutter überhaupt nicht geschnitten. Warum haben wir das entwickelt? Ganz einfach, weil der Laie oft die Silikonfuge, die Wartungsfuge, mit dem Cuttermesser aufschneidet, wenn er sie erneuern will. Und dann schneidet er diese Bänder mit durch und schneidet in den Gipsgattungen durch die Dichtebene nochmal durch. Deshalb legen wir ganz zum Schluss, bevor wir die dauerelastische Verfugung machen, dieses Schnittschutzband dort mit ein. Das ist mein kleiner Praxistipp noch an der Stelle, würde ich immer unbedingt machen. Und mein weiterer Praxistipp natürlich immer senkrecht schneiden und nicht so in die Fuge reinzuschneiden. Das war es im Prinzip schon. Gar kein Hexenwerk, wenn man das im Verbund mit dem Fliesenleger macht und im Verbund dann auch abdichtet, sollte das kein Problem sein. Viel Spaß dabei bei der Verarbeitung des Materials, bei dem Produkteinbau unserer Duschfläche und später viel Spaß beim Duschen und denken Sie mal dran, dicht ist Pflicht.